Hallo Leute, so das letzte Set vom Singbau Hall of Fame. 5 Stück haben wir schon gebaut. Hier die letzte Fahrt des Kaisers, nee, nicht letzte Fahrt. Der Kaiser auf Patrouille, der Qin Shi Huang Di. Dann haben wir hier Konfuzius bei einer Vorlesung. Wir haben Kai Lun, gilt als Erfinder des Papiers. Wir haben Sang Heng, ein Mathematiker und Astronom. Und als letztes hatten wir Li Bai, ein bekannter Dichter, gebaut. Und jetzt kommen wir zu Set Nummer F. Lin Sexu, Beginn der ersten Opiumkriegs. So, holen wir mal wieder alles raus. Oh, wir haben Aufkleber. Guckt euch das an. Die ersten Aufkleber in diesem Set. Ja, da bin ich mal gespannt. So, alles raus. Tüte weg. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tüten. Wieder die typischen Karten. Hier wieder die Setkarte mit allen 6. Jetzt sage ich, weil den Sexu, ne? 6 Karten. Hier haben wir die Figur und wie er wirklich aussah. Hier irgendwie. Ja, was von der Schlacht oder Opiumkriege, keine Ahnung, oder wie auch immer. Und hier noch mehr von der Geschichte, kann ich euch nicht viel zu sagen. Wir haben wieder 2 Aufbauanleitungen, wie immer, die Aufkleber hier. Ja, was immer das dann auch ist, gucken wir mal. Schade, dass sie die nicht gedruckt haben. Hier, diese Bändchen sind das hier alle. Okay. Ja, merkwürdig, ne, dass sie das nicht gedruckt haben, im Gegensatz zu den anderen Sachen. Gut, ich würde jetzt einmal die Tüten verteilen, anfangen zu bauen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis Schritt 3 haben wir gebaut und 2 schwarze Platten diesmal. Natürlich wieder mit demselben Rand. Hier wieder 2 Stützen unter. Also alles wie beim alten. Nur, dass sich die Farben ändern. Schwarz hatten wir noch gar nicht. Wir hatten schon 2-mal grün, 1-mal beige, 1-mal blau-grün und 1-mal hellgrün-blau. Durchsichtig, transparentes Blau. Und jetzt haben wir 2-mal schwarz. Also auch die sind immer jedes Mal ein bisschen anders, die Platten. Und beim ersten Set sind sie auch stabil. Ich muss mir das einfach nochmal angucken irgendwann und dann das dann auch stabil machen, denke ich mal. Ich habe gesehen, hier ist eine Sprungfeder drin. Das heißt, da ist eine Kanone drin und die scheint auch zu schießen. Ich bin gespannt. Wir machen weiter mit Schritt 4 und dann bis gleich. Bis Schritt 6 haben wir jetzt angefangen, hier das alles so ein bisschen zu erhöhen, mit Plates zu überbauen. Damit wir irgendwie eine Landschaft wieder ausformen können anscheinend, würde ich mal denken, vielleicht hier auch irgendwie vor und hier vorne eine Landschaft. Wir werden sehen, wie es dann zum Schluss aussieht. Wir haben zwar kurz das Bild gesehen, aber da kann man ja nicht ganz so viel erkennen jetzt, als wenn das dann richtig fertig ist. Deswegen würde ich sagen, machen wir mit Schritt 7 schnell weiter und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis Schritt 9 haben wir gebaut und wir haben hier hinten 2 Wände aufgebaut, also 4 Steine ist übereinander gestapelt, hier noch ein bisschen höher. Hier ein bisschen hier Noppen überall drauf. Und dies hier ist unheimlich schwer in der Anleitung zu erkennen. Ich zeige euch das mal. Das sieht so aus. Da kann man überhaupt nicht sehen, welcher wo genau hinkommt. Also ich habe es abfotografiert, vergrößert, dann ging es einigermaßen. Und dann muss man einfach mal gucken, wie es weitergeht. Ob ich das richtig gemacht habe oder nicht, kann ich nicht sagen. Schauen wir mal. Schritt 12 ist erreicht und wir haben hier hinten 2 Kästen hingestellt oder Kisten. In der einen 2 von diesen Kugeln einfach reingelegt. Die sind auch wieder locker dann. Hier sowas wie Stufen hochgebaut. Hier noch rote Mauersteine reingesetzt. Hier vorne 2 solche weißen Flammen. Und ja, das war's. Hier haben wir noch eine Mauer. Also entwickelt sich voran. Das hier wird wohl irgendwie sowas. Sieht fast aus wie so ein Munitionslager oder sowas. Mal gucken. Was es genau wert. Können wir erst zum Schluss sagen. Schritt 15 haben wir jetzt hier diese Stufen weiter überfließt. Und hier haben wir, ja, ich weiß nicht, einen Zaun, Bänke aufgebaut. Hier haben wir noch mehr Flammen reingebracht, noch mehr von diesen Kugeln. Also sieht jetzt so aus. Also im Moment habe ich keine Ahnung, was das ist. Ich hoffe, man sieht das zum Schluss, was es genau sein soll. Erschließt sich mir im Moment noch nicht so hundertprozentig. Den chinesischen Text lesen können wir nicht. Insofern bauen wir einfach erstmal weiter, würde ich sagen. Und dann bis gleich. So, wir haben mit Anleitung 2 angefangen. Und haben jetzt hier eine Ebene draufgesetzt. Hier noch eine Kiste mit 2 Kugeln drin.
hier eine Kiste offen mit zwei Kugeln. Hier haben wir eine mit diesem Siegel zugeklebt, diese Aufkleber. Einmal hier so über den Deckel rüber, wie wirklich so ein Siegel. Hier haben wir drei Kisten miteinander gestapelt. Die sind aber alle leer. Und ja, insofern haben wir jetzt hier Massen an Kanonenkugeln, so wie es aussieht, die irgendwo ja, gelagert werden. Hier haben wir so einen ja, Untersatz für so ein Gelenk. Oder Hinge, oder wie heißen die Dinger eigentlich genau? Ja, könnt ihr mal hier unten reinschreiben. Und dann würde ich jetzt mit Schritt 19 weitermachen. Bis gleich. So, jetzt haben wir im Grunde genommen hier diese Kiste auf dem Gelenk angebracht, wo wir drei Noppen aneinander gepackt haben und reingepackt haben. Also sechs Stück, drei jeweils zusammen. Und die wird hier so reingekippt. Jetzt frage ich mich, verbrennen die hier vielleicht das Opium? Wegen dem Opiumkrieg wird das hier verbrannt? Oder soll das, oder wird das hier verbrannt, damit man das hier drin einatmen kann zum Haus? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht so genau. Hier haben wir ein bedrucktes Schild mit irgendwie so einer Fratze drauf. Alles in Gold hier unter. Und ja, das war Schritt 21. Und dann würde ich jetzt weitermachen mit Schritt 22. So, und wir sind in Schritt 25 angekommen. Wir haben jetzt eine Kiste mit so vier schwarzen, ja, einmal rund Pins, rund Noppensteine reingepackt. Hier noch eine Fahne obendrauf. Hier so goldene Zäune. Und jetzt würde ich mal sagen, jetzt haben wir nämlich nur noch drei Schritte und die Figuren. Und die Figuren extra zu machen ohne Unterbrechung wäre mit Unterbrechung wäre Quatsch. Ich baue das jetzt einmal zu Ende und dann sehen wir gleich das Endergebnis und können uns dann Gedanken machen, was es ist. Okay, dann bis gleich. Und wir sind fertig und ganz klar, hier ist jetzt eine Kanone und die ist abschießbar. Ja, kann man hier hin rausziehen. Kann man was mit abschießen, die ist beweglich. So. Und ja, hier sind das sind dann die Kanonenkugeln, hier die einmal Plates. Und hier die verbrennen ganz klar Opium in Massen. Das sind irgendwie Opiumballen, würde ich alles sagen. Und die werden hier verbrannt innerhalb des Opiumkrieges. So, welche Figuren haben wir? Wir haben vier Stück. Einmal ihn hier mit Bart. Und hier so eine Feder am Hut. Und auch wieder diesen Ärmeln. Und der steht hier oben im Grunde genommen so als Oberbefehlshaber. Und sagt den Leuten hier, das müsst ihr jetzt tun. Er hier mit dem Stab. Mal ein bisschen tiefer, sieht so aus. So ein Tuch gebunden hier um den Kopf. Zusammengebundenes Oberhemd, Leinhemd. Der steht hier am Feuer und stößt so mit seinem Stab da rein. Also zerstampft. Huch, jetzt ist da hier ein Schwanz im Weg. Stößt hier da rein und verstampft das. Er mit der Axt hier. Der zerschlägt hier anscheinend die Kisten. Und schmeißt die ins Feuer. So. Und hier, er mit dem Kuhfuß hier, der öffnet die Kisten. Die neun. Und schon ergibt das alles ein bisschen mehr Sinn, finde ich. So, und das ist im Grunde genommen das letzte Set. Und wir sind fertig. Ich muss mal eben gucken. Ich stell das mal hier hinten hin. Und dann kann ich ja mal alle längs fahren. So, da haben wir Set Nummer 1. Da haben wir das fünfte Set mit dem Kirschblütenbaum. Hier den Mathematiker, Papierherstellung. Konfuzius. Und hier der Kaiser, der seine Rundfahrt macht, seine Patrouillenfahrt. Ja, das sind die sechs Hall of Fame Sets. Und ja, schreibt mir doch mal in die Kommentare, was haltet ihr jetzt, wo ihr alle sechs kennt, von diesen Sets? Würdet ihr euch die auch kaufen? Habt ihr einen Favoriten? Findet ihr alle toll? Findet ihr alle blöd? Schreibt das doch mal unten rein. Würde mich interessieren. Über einen Daumen hoch würde ich mich freuen, natürlich immer. Und über ein Abo, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt. Und dann würde ich mal ganz klar sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Wird kein Hall of Fame sein, weil damit sind wir jetzt durch. Also, bis dann. Tschüss.